Servus Leute und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir sind wieder im Stream, natürlich live auf Hitbox. Ich schaue natürlich ganz kurz wieder, ob die Aufnahme läuft. Sie läuft natürlich. Ich hoffe, dass diesmal nicht abbricht, so wie beim letzten Mal und verloren geht. Und ich würde sagen, wir fahren dort fort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Die Spione des Kaisers hatten die Wahrheit gesagt. Ciri war in Novigrad eingetroffen. Es bestand keine Hoffnung, sie in der größten Stadt des Nordens zu finden. Aber Geralt hatte zuverlässige Freunde. Er beschloss, sich an Triss Merigold zu wenden. Servus an Otto, willkommen im Stream. Ja, wir sind jetzt in Novigrad, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ist so, wir sind, wie war denn das? Wir haben gerade die Rattenplage als letztes gemacht, halt, wir sind gerade unsere alte, verflossene Liebe wieder in die Hände gelaufen, beziehungsweise wir haben sie gesucht, eine alte Hexe oder Zauberin. Was halt der Unterschied ist, weiß ich noch nicht ganz. So, wir schauen natürlich, dass wir zuerst einmal eine kleine Meditation machen. Na, ich will eigentlich nur, machen wir bis 6. Dass ich wieder Schwalben habe. So, und wir müssen unbedingt verkaufen, so wie ich auch das gerade gesehen habe. Deswegen wird es gleich dann mal auf den Markt gehen. What the hell, die Ratten laufen da. Da hinten ist eher ein Händler. Und dann werden wir mal schauen, dass wir unser Zeug wieder loswerden. Und dann, ich hätte vorgehabt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich es mache. Nein, nein, lass das Schwert drinnen. Eigentlich, nein, ich wollte Schwalbe machen, dass ich mich ein bisschen hochheil. Ich hätte gesagt, wir machen ein bisschen mit der Hauptmission weiter. Heute. Zeig mir die Waren, du siehst die. Natürlich, zeig mir die Waren. Was hast du denn da? Wir müssen schauen mal, dass wir da leer werden. Kann man wegschmeißen, weg damit. Das müssen wir uns anschauen auf jeden Fall. Das schaut nämlich besser aus. Auf jeden Fall schlechter. Die kannst du auch. Ich bin gerade überlegen, ob ich die ganzen Bolzen da überhaupt brauche. Weil das sind so viele nämlich. Ah, die haben fast kein Gewicht. Die werde ich mal aufheben. Irgendwas Wertvolles beim Händler. Enthält Zusatz in Gule und Alkohole. Wasseressenz. Nein, ich glaube, so viel wichtiges Zeug wird er nicht haben. So, Wiedersehen. Bis dann. Dann werden wir uns jetzt gleich noch auf jeden Fall mal die Ausrüstung anschauen. Das ist, finde ich, jetzt ein bisschen blöd, dass da nicht direkt eine Aufstellung ist, was der hat. Ah, so kann ich hin und her. Er hat Durchbohren 29, Zerschmettern, Resistenz. Durchbohren. Er hat halt eine Zeichenintensivität und mehr Rüstung. Wir werden die nehmen. Auch wenn die andere einen Sockel hat und ein magischer Gegenstand ist. Halt vom Wert her wird die natürlich viel, viel mehr wert. Ich weiß auch noch nicht, ob es sinnvoll ist, das ganze Zeug zum Zerlegen oder ob das eh verkaufen besser ist. Da bin ich noch nicht ganz schlau draus geworden. So, wir werden mal dahin zum Herrn Schmied gehen. Nein, du sollst mir nur was zerlegen. Ich möchte, dass du mir zeig mir, was du anzubieten hast. Was hast du im Angebot? So. Schauen wir mal gleich darüber. Boah. 54 mehr Schaden. Das wäre ja gleich um einiges besser. 80 mehr Schaden. Ja, bist du deppert. Auch die normale Eisenwaffe ist heftig. Um 14 mehr Schaden. Ich muss mir da. Ich weiß noch nicht, wie man das. Was ist das jetzt? Reparieren. Reparieren brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Ich will eigentlich zerlegen. Genau, nämlich das hier. Da kriege ich ein bisschen Zeug noch raus. Das sind jetzt Wolfsleber, kann ich zerlegen in rohes Fleisch. War nicht unbedingt.
Weiß nicht, ob ich das kaufen soll, da bin ich mir noch nicht unsicher. Bin ich mir ein bisschen unsicher. Servus Timbim, servus No Criminals und servus Crystalman, willkommen im Stream. Ich glaube, wir werden einmal weitergehen. Hauptstory, beziehungsweise schauen wir mal, was für ein Quest jetzt ausgewählt ist. Findet die Träume im alten Haus. Ja, machen wir die einmal. So. Jetzt können wir uns wieder wenigstens bewegen halbwegs. Es schaut so geil aus mit der neuen, mit der Grafikkarte jetzt. Wenn ich mir da denke, wie das davor ausgesehen hat, war auch noch geil, aber das ist jetzt noch einmal 101. Nein, ich hätte oben entlang gehen sollen. Kann ich da komplett einmal im Kreis laufen oder wie? Oh, Jungs, wie komme ich da rein? Nein, das war hüpfen. Falsche Taste. Ich hoffe. Na, da komme ich aber auch nicht drauf, oder? Hä, wie komme ich dorthin? Das war das doch auch beim letzten Mal, wohin. Oh ja, da hinten geht's. Servus Heller, willkommen im Stream. Kommst du zufällig vorbei, Wanderer, oder suchst du was Bestimmtes? Wer will das wissen? Rudolf de Jonkheer. Von den de Jonkheers. Ja, meine Ahnen haben das Fundament dieser Stadt gelegt. Jetzt besitze ich die größte Bank hier. Ich brauchte keine Empfehlung. Der Name hätte gereicht. Vater sagte immer, alle sollen deine Vorzüge sehen, Sohn. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Ja, wir suchen natürlich nach Corinna, die alte Hexe. Ich suche nach Corinne Tilly. Dann bist du hier richtig. Corinne ist drinnen, seit ein paar Tagen schon. Träumt von der Geschichte des Hauses. Ah, die Träumerin suchen. Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Weshalb stehst du hier? Warum interessiert dich die Geschichte des Hauses? Bist du Historiker oder ist es Liebhaberei? Ich habe das Anwesen vor kurzem gekauft und nicht billig, wie ich hinzufügen darf. Dann bemerkte ich Störungen. Ich habe den Verdacht, dass es hier spukt. Ja und dann, ich bin Hexer. Oh, verschiedene. Gekicher, nachts, Möbel, die sich auf dem Dachboden bewegen. Letzte Woche, nicht zu glauben, aber da fand ich menschliche Fäkalien im Flur. Naja, wir es Durchfall gehabt haben. Ich würde gerne reinkommen und mich umsehen. Eigentlich lasse ich keine Fremden bei mir rumstöbern, aber die beiden Schwerter, du bist ein Hexer, dich lasse ich rein, Marotte von mir. Servus Lucky, willkommen im Stream. Sind wir schon von den so, dann werden wir mal... Müssen wir auf jeden Fall reingehen einmal. Und wir werden natürlich alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und das schaut nach sehr viel aus in dem Haus. So, da ist nochmal die Tür. Wir müssen wirklich schauen, dass wir uns jetzt mal Rüstung und Schwert und so weiter machen lassen. Was ist? Nicht verschütten, bitte. Was ist mit der Corinne? Ist die unten oder ist sie oben gewesen? Da bin ich mir nicht sicher. So. Geh weg. Tu das nicht. Lass das. Ich werde mal raufgehen zuerst. Ich schätze, sie... Okay, sie ist doch da heroben. Ich hätte doch runtergehen sollen zuerst. Ey, das ist doch... War das nicht da... Wie heißt der? Ah... So ein Waldgeil... Ja, ich glaube, der setzt sich gleich drauf. Okay, die schaut ziemlich weggetreten aus. Die Puppe. Und irgendwie das Amulett ist ein bisschen verpackt. Ja, ich hätte mal sauber gemacht in dem Haus, vielleicht wäre dann der Spuk aufgehört. Auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin, das ist Blut. Ja, scheiß dich nicht an. Beschütte schon nix. Wir werden uns mal bedienen ein bisschen.
Es könnte ja alles verseucht sein, deswegen nehmen wir alles mit. Tu das nicht! Lass das! Bitte, junges Mädel. Aber die macht halt ein bisschen Licht. Kann ich da zugreifen auch auf den Tisch? Nein. Du, jetzt ist halt die Frage, wie gehen wir am besten? Gehen wir mal in die Kammer da hinein. Oder ist das das Stiegenhaus? Nein, ist noch eine Kammer. Jetzt kriegen so einen Haufen Zeug ich und ich weiß nicht, ob ich alles überhaupt brauchen kann. Das ist für mich noch so, man sammelt und sammelt und sammelt und... Ich bin gespannt, was uns jetzt oben erwartet. Einmal F5 drücken, schnell. Nein, du kannst nicht speichern, jetzt kann ich speichern. Man kommt nicht in den nächsten Raum. Man kommt schon rein. Wir sind ja ein Hexer, wir können das. Na komm, die eine Kiste da. Okay, die ist jetzt schon gewartet. So, und jetzt geht's los. Da brauchen wir dazu. So, das war's. Ich würde sagen, wir casten uns einmal ein Schutzschild zur Sicherheit. Servus Basti, willkommen im Stream. So, da liegt auch wieder ein Haufen Zeug. Untersucht das Bild. Die Lumpenpuppe. Ja, ach, das ist das einzige Schade, dass das Casten von den Sachen teilweise die gleiche Taste ist wie das Looten. Weil Looten ist so dadurch ab und zu unmöglich, finde ich. So, jetzt ist da gar nichts. Untersucht das Bild. Welches Bild? Wir haben ein Bild bekommen, oder wie? Inventar. Schauen wir mal. Questgegenstände, Zeichnung. Papier auf das hastig ein Kinderbett gemalt wurde. Anscheinend von einem Kind. Okay. Dann untersuchen wir noch die Puppe. Okay, wird zum Abschließen eines Quests gebraucht. Stand eine Wiege. Was war das, wenn ich die Puppe reinlege? So. Ein ganz schlauer ist er. So. Wo stand deine Wiege? Ich habe keine Wiege gesehen. Oder meinte im Keller, im Erdgeschoss. Ah, da war eine Wiege, okay. Die habe ich nicht gesehen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich nur drüber gesprungen und habe gelootet. Nichts passiert. Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Ja, der war, vermute ich einmal, glaube ich, unten im Erdgeschoss. Viel woanders kann ich mir nicht vorstellen. Oder im Keller unten, könnte es auch sein. Ich glaube, da war kein Ofen, oder? Na, schauen wir mal runter. Jetzt loopen wir natürlich und dann speichern wir gleich wieder mal. Nein, das ist der Ofen, ich habe den Ofen angeklickt. Scheiße. Servus Shadow, willkommen im Stream. Das ist doch da, wie heißt der? Ach so, nein, okay, das ist nicht der. Ich würde das nicht. Anton, machen. Anton hat er geheißen. Erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut? Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Das ist kein Spiel.
Ich weiß, dass du nicht gefährlich bist. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann... Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Wenn jemand so aussieht und so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das groß ist. Jo, genau. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate ein Geheimnis.